Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen wieder mal zurück zu Secret of Mana. Ja, wir befinden uns immer noch hier gerade in Südstadt und unterhalten uns immer noch hier mit Prim, wie sie gerade über Hagen richtig mal daher schwärmt und so weiter und so fort. Sie liebt ihn ja über alles und ja, der gute Randy hat langsam gemerkt, oh, ich habe einen Fehler gemacht und Poi ist eingeschlafen. Und sie will unbedingt weitererzählen, wie geil ist das denn? Aber nein, das wollen wir jetzt nicht alles hören. Wir wollen uns ins Bett legen und weitermachen. Wir haben alle gepennt, jetzt gehen wir pennen. Dum 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 dum. Und sind komplett aufgeheilt. Supi! Yeah! Willst du den Spielstand speichern? Nein, möchte ich nicht. Denn wir machen erstmal weiter. Weil ich bin immer noch in der Aufnahmesession und ich nehme erst meine Aufnahmesession komplett. Also ich speichere erst, wenn die komplette Aufnahmesession halt abgelaufen ist. So, was haben wir hier? Hier können wir einkaufen, oder? Das ist ein Schild. Ja, du hast neue Sachen für mich. Oh yeah! Oh yeah, der Golemring! Holen wir dreimal. Sehr gut. Rubinharnisch auf jeden Fall. brauche ich nicht kaufen. Habe ich von den lieben Mützenratten bekommen. Yeah, geil. So, nach Malnus nehme ich auf jeden Fall mit. Nein, das war's. Dann gehen wir jetzt mal Ausrüstungen uns angucken. Jo, die habe ich. Dann nehmen wir hier den Golemring. Golem. Ach ja, warum lache ich gerade? Ganz einfach, weil ich gucke mir gerade wieder eine alte Serie wieder an. Oder besser gesagt, halt auch eine alte, alten Anime gucke ich mir gerade an. Und zwar nämlich Monster Ranger. Den gucke ich mir gerade an. Oh, warte mal, den kann es auch tragen? Das ist geil. Das könnte ich gut brauchen. Okay, dann brauche ich das doch mal dreimal. Dann hol ich mir den dreimal. Ich dachte eigentlich, dass sie nur Dings tragen kann, aber nein. Dann hole ich mir den nochmal. 4500, der ist auch krass. Der Krämerladen. So, das Ding verkaufe ich. Ich habe leider nichts Neues für ihn. Kann das auch tragen? Nee, kann er nicht. Ah, sag ich doch, er kann es nicht annehmen. So, dann machen wir das. Trägheit wird dadurch nicht gekontert. Kann sie es auch tragen? Ja, kann sie. Alle können das tragen. Wunderbar. Gut. Wie gesagt, ich gucke gerade eine alte Serie gerade. Und zwar gucke ich nämlich Monster Ranger. Habe ich damals immer sehr gerne geguckt. Das ist halt eine schöne alte ein alter Anime halt. Und ich glaube, jeder von euch kennt, glaube ich, Monster Ranger, oder? Kennt ihr Monster Ranger noch? Sehr coole Serie, kann ich mir jemanden ins Herz legen. Wie kann ich das erklären, um was es da geht? Da geht es darum halt, dass der Hauptprotagonist irgendwie in die Welt der Monster halt gerät und so weiter. Und macht ein großes Abenteuer und so weiter. Und trifft halt auch auf viele verschiedene Gefährten. Und einer davon heißt halt Golem. Und dieser Golem ist mega cool, der ist mega lustig. Wenn ich immer den sehe, muss ich immer lachen. So, ja, dann haben wir hier erstmal alles erledigt, hier großenteils. Jetzt müssen wir, ich zock mal so, wie es wirklich halt auch vom Spiel halt vorgegeben ist. Man muss sich halt immer umgucken und so weiter und so fort. Jetzt gehen wir mal hier vorne hin. Und da ist ein Mann unterwegs gewesen. Oh, du siehst ja cool aus. Im Original sahst du ganz schön scheiße aus, da hast du einen Bart. Hier siehst du ohne Bart aus. Ja, weißt du, ich sehe den Typen. Wollte eigentlich sofort hingehen, weil ich weiß, was man machen muss. Hallo! Seht zu, dass ihr verschwindet! Ja, gut. Wir haben jetzt mit dem Typen geredet und er hat uns nicht gesagt, was wir machen müssen. Deswegen redet man mit vielen Leuten hier, dass sie halt sagen können, ey, guck mal da ist so eine komische Olle, mit dem musst du mal quatschen und so weiter und so fort. Die kann dir bestimmt helfen. Und mit der gehen wir jetzt mal hin. Was? Ah ja, der ist auch eine Frau, halt. Südstadt ist nicht so groß wie Nordstadt. Ja, ist halt ein kleines Dörfchen hier. Ist halt eher so ein kleines Dorf hier. Hallo. Oh oh. Oh oh.
Das ist nicht gut, das ist nicht gut, weil der hat uns gerade im Verdacht. Hm, ihr seht verdächtig aus. Rumlungern ist hier verboten, klar. Ich mach doch gar nichts. Ich rede doch einfach nur mit ein paar Leuten. Nur, dann reden wir mal hier mit der Alten hier. Hallo. Nein, ich weiß nicht, ich wurde gesehen. Oh mein Gott, ich gehe sofort in mein Haus. Nein, da gehen wir hinterher. Ich will natürlich ganz lieb mit dir reden und meine Nase ist komplett zu. Hallo, alte, verrückte Dame. Die Stimme kommt mir auch so krass bekannt vor. Das gibt's doch nicht. Das ist das Problem, wenn du Animes auf Japanisch guckst, merkst du irgendwann, oh mein Gott, diese Stimme kommt dir irgendwo bekannt vor. Das hat jeder Anime-Gucker kennt das. Ich weiß, wer ihr seid. Hä? Ihr seid Victors Freunde. Ich bin in Wirklichkeit eine Spionin aus Tasnika. In geheimer Mission hier im Imperium. Das gleiche galt auch für meinen Mann, bis er, mit vertraulichen Informationen erwischt wurde und leider gekillt worden ist. Aber, ich setze jetzt seine Arbeit fort, weil es so Spaß macht. Oh, der ist ja wirklich tot. Ups. gut, das passiert, wenn man halt im Imperium ein bisschen spioniert und da Informationen sammelt und so weiter. Ups, ich dachte echt, das sollte eigentlich nur ein Spaß sein. Aber der ist wirklich tot. Naja, gut, passiert halt. Wenn man sich halt mit dem Imperium anlegt, dann taucht Darth Vader auf und spendet ein falsches Spiel. Entschuldigung. Ich schwöre, ich werde seinen Tod rächen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Östlich von hier gibt es einen Zugang zur Kanalisation. Die Widerstandsbewegung infiltriert auf diese Weise Nordstadt. Ah, also da, wo der Typ gerade stand und so weiter, da ist ein Geheimweg. Und da, in diesem Geheimweg, kann man super geil trainieren. Das kann ich euch nur sagen. Gebt der Wache den Geheimcode 634. Nur damit lässt sie euch passieren. Und by the way, die Zahl 634, das ist mein richtiges Alter. Ja, du alte Schabracke. Du siehst niemals aus wie 643. Ich weiß, ich wollte lustig wirken. Entschuldige bitte. Ich weiß, man lacht auch mal über meine Witze. Ich weiß, dass der scheiße war, aber ich versuche doch auch nur, euch zum Lachen zu bringen. Und ich weiß, ihr kriegt das nie hin, aber... Memmel, hör auf zu weinen. Okay, Entschuldigung. So, du komischer Typi, ich habe einen Code für dich. Keine Sorge, es kann nicht meine Scheiße oder sonst irgendwas, es ist einfach nur ein Code. Also ein Code. Ihr kennt den Geheimcode? Dann wie lautet der denn? Ja, der lautet 634. Das ist das Alter der alten Dame da vorne. Jo, cool, Mann. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir den falschen Code eingeben oder sonst irgendwas. Ey, meine Nase ist komplett zu. Das ist ganz schlimm. Ich merke gerade, wie ich eigentlich niesen müsste oder schnauben müsste. Aber ich kann es nicht, weil ich ja gerade aufnehme. So, wir gehen hier durch und laufen einfach mal den Weg hier entlang. Das sieht ja auch sehr komisch hier aus. Ha, nicht getroffen, Arsch besoffen, hart gesoffen und getroffen. Ja, also wirklich, hier kann man... Die Gegner gehen ganz schnell down und so weiter und trotzdem kannst du hier super trainieren. Die Fische sehen übelst cool aus.
echt sagen, ich fand, ich finde, die haben die Gegner sehr cool verbessert. Ja, ich dachte natürlich nicht alles da. Ach, die Typen. Ja, hier habe ich wirklich Ewigkeiten damals trainiert. Weil, ihr müsst wissen, in dem nächsten Dungeon, wo wir hingehen, muss man so ungefähr das Level 33 so haben. Sonst hat man ein bisschen Arschkarte. Ich werde jetzt hier nicht Ewigkeiten... Na doch, ich Idiot. Ich hätte auch einfach rumlaufen können. Ja, wie gesagt, ich werde hier, glaube ich, offscreen ein bisschen weiter trainieren. Weil, ich bin gut... Ich bin sehr gut trainiert, ich bin Level 38, aber... Ha, da mich ja noch die nächsten Gebiete noch auf mich zukommen und so weiter, und die wirklich ein bisschen ärgerlich sind, will ich halt doch noch ein bisschen stärker werden. Aber ich will jetzt noch... Ich will euch noch eine coole Sache noch zeigen. Und, weil ich halt selber sehen will, wie die aussehen hier, renne ich einfach über kurz durch die Kanalisation Richtung Nordstadt. Weil da wartet jemand auf uns, der wirklich damals im Original sehr cool ausgesehen hat. Und wir sind da. Wir sind da, Leute. Passt auf, wo wir jetzt sind. Ja, noch bei ein paar anderen Gegnern und so weiter. Bei den Gegnern muss man ein bisschen aufpassen, weil die frieren euch ein, diese Schleimis. Jetzt müssen wir da sein. Komm, jetzt sind wir nicht da, oder? Komm, jetzt sind wir da. Ja, wir sind da. Jawohl. Beim Widerstand. Nicht so schnell. Wer seid ihr, Spione des Imperiums? Boah, sie sieht richtig cool aus. Oh ja, sie sieht mega toll aus. Oh, cool. Haben sie cool gemacht. Sagt erstmal den Code. Nein, 634, 634. Warte mal, du bist dieser Schwertkämpfer, den Victor uns angekündigt hat. Willkommen in der Basis der Rebellen. Jawohl, Rebellen! Rebellen! Was geht? Oh, ich hab mir gerade volle Kanne in die Brust gehauen. Oh, das tat weh. Erfreut, dich kennenzulernen. Ich bin Randy. Warum auf einmal so förmlich? Willst du beeindruckend, hm? Eifersüchtig? Von wegen? Du weißt doch, ich habe nur Augen für Hagen. Moment mal, ihr kennt Hagen? Natürlich, warum? Habt ihr von den Ruinen im Osten dieser Stadt gehört? Wenn man sich mal ganz kurz mal nochmal so Revue passieren lässt, was eigentlich die Story, also wie die ganze Story eigentlich bei Secret of Mana aufgebaut ist, ist es schon ziemlich düster, muss man mal ganz ehrlich sagen, weil Pandoria war halt komplett halt, kann ich das sagen? Ja, die Menschen haben ihre Lebensenergie verloren. Randy ist aus seinem seiner Heimat halt rausgeworfen worden. Der Weihnachtsmann wurde total vergessen von allen Leuten und so weiter. Die haben ihn vergessen. Keiner hat sich mehr an ihn erinnert. Die Wüste hat kein Wasser, die Oase hat kein Wasser mehr gehabt. Und jetzt auf einmal taucht Hagen in der Nordstadt auf, um auch hier die Lebensenergie der Leute zu stehlen. Ist schon ziemlich krass auf jeden Fall. Also man merkt auf jeden Fall, die Story von Secret of Mana ist sehr düster. Wird aber nach und nach immer heller wieder. Egal wo wir auftauchen und so weiter, wird halt wirklich die Dunkelheit vertrieben und das Licht kehrt wieder zurück. Und das finde ich halt wirklich bei den alten Spielen so cool gemacht. Dass wirklich halt man sieht, okay, die Welt ist halt erstmal zerstört oder halt ist sehr trauer und so weiter. Und dann kommt ein Held und alles wieder wird wieder so, wie es wirklich sein soll. Das finde ich richtig cool. Genau, das ist doch in Pandoria passiert. Aber warum sollte Hagen so etwas tun? Er wird bestimmt von irgendwen kontrolliert. Ich sorge dafür, dass sich die Rebellen das mal ansehen. Okay, es wurde gar nicht gesagt, wie die heißt. Diese Person, also die Rebellenanführerin,
hieß im Original damals Sarah. Jetzt will ich mal gucken, wie die hier jetzt heißt. Warte mal, wir haben ja hier unser schönes Lexikon. Tiere. Chris. Okay, das passt irgendwie gar nicht, muss ich sagen. Ich finde, Sarah klingt besser. Oder? Ich finde, Sarah klingt tausendmal besser. Jetzt kommen hier noch einige Charaktere, kommen noch auf uns zu. Ah, ich weiß jetzt gar nicht, wer jetzt noch kommt. Also die Geister kenne ich ja auf jeden Fall hier, die ganzen Elementargeister, die kenne ich ja noch. Ich weiß ja noch, wer da alles kommt. Ah, wer kommt denn hier jetzt noch? Das ist Mara. Die ist auch eigentlich anders. Den kennen wir auch noch, Sergius. Der hieß auch damals anders. König Trüffel, der ist geblieben. Der Großvater. Großvater, Großvater. Raffi ist auch zum Glück geblieben, aber warum haben sie Berti nicht gelassen? Viel, viel cooler. Oder Heidi. Die ist damals Heidi. Hagen. Aquaria. Viktor. Tausendmal cooler. Ja, auf jeden Fall kommt hier noch der Imperator. Aber mal gucken, was hier alles noch kommt. So, hallo. Chris ist unsere Anführerin. Ah, jetzt hat man es gehört. Chris ist der Vater von Chris. Resistance no Leader. Ah. Ah, der Vater von Chris, Zack, hat die Rebellion gegründet. Doch am Ende hat ihn das Imperium erwischt. Die Rebellion hätte daraufhin leicht zerfallen können. Doch Chris war mutig genug, an die Stelle ihres Vaters zu treten. Sie ist erst 18 Jahre alt, aber sie genießt unser aller Vertrauen. Das erinnert wirklich gerade so ein bisschen an Star Wars, kann es sein? Alt, wie war das damals bei Star Wars? Senator Organa ist gekillt worden durch den Todesstern, also durch das Imperium. Und Leia ist dann einer der Oberbefehlshaber geworden und so weiter. Hallo, alter Sack. Lukashi war ein friedlicher Land. Aber 15 Jahre alt, das Imperium war einmal so eine friedliebende Nation. All diese Probleme haben so vor 15 Jahren angefangen. Ob man das herausfindet nochmal, warum das nochmal alles so passiert ist, ich weiß es gar nicht mehr. Ich hoffe, das wird irgendwie noch erklärt. Ja, toll. Jetzt steht sie da oben und ich komme nicht hoch. Alter, toll, ey. Dankeschön. Danke, Sarah. Dankeschön. Ich nenne sie, also ihr merkt schon, ich nenne sie immer bei den Namen, die ich ja halt auch kennengelernt habe. Halt Sarah, Victor, Aquaria und so weiter. Das sind die Namen, mit denen ich halt groß geworden bin. Warst du gerade im Raum da unten? Sarah musste so schnell erwachsen werden. Sie hätte sicher lieber eine normale Kindheit gehabt. Da unten kommt man leider nie rein, das finde ich voll schade. Ich wollte mich aber da unten überm umgucken. Was klappt ja leider nicht. Hallo! Der Imperator hat die meisten Militärangelegenheiten in die Hände seiner vier Generäle gelegt. Sheik ist der Anführer? Oh, cool, der heißt hier Sheik? Der hieß damals auch ganz anders, ich weiß es leider nicht mehr. Aha, dann sind da Geshta, also Markus, der Mecha-Reiter, und Femna, die stärkste Frau in den Truppen des Imperiums. Und zu guter Letzt, Thanatos, der Paladin. Das ist aber auch alles, was ich weiß. Tut mir leid. Jetzt hat man aber den Namen von den anderen erfahren und so weiter. Ja, jetzt müssten wir eigentlich noch mit den anderen hier noch reden, aber das mache ich jetzt nicht, weil ich würde gerne jetzt den Part beenden und auch die Aufnahmesession beenden. Ich mache gleich noch eine und so weiter, aber jetzt muss ich erstmal gleich diese hier beenden. Ich sage wieder danke fürs Zuschauen. Wir haben wieder einiges Neues erfahren hier. Wir haben jetzt die Rebellion kennengelernt und so weiter. Richtig cool. Und willkommen in Nordstadt. Jawohl. Einer meiner absoluten Lieblingsorte, muss ich sagen, weil ich bin hier auch sehr gerne gewesen. Und hier gibt es auch wieder einen Ort, wo man auch sehr gut trainieren kann, den will ich euch auch noch zeigen. Und ja, bevor wir das alles machen, gehe ich jetzt erstmal nochmal zu Berti. Der war doch irgendwo hier oben gewesen, oder? War das hier? Hier war das Inn auf jeden Fall, da können wir auch hin.
Es hat sich gerade gereimt. Und ich glaube, wo war denn nochmal Berti? Da oben ging es zur Ruine. Ja, auch hier gibt es wieder eine Ruine. So wie halt Sarah das gesagt hat. Wo ist denn Berti, verdammt nochmal? War der nicht... Ach, warte mal, ich weiß, wo er war. Haha, warte mal, halt. Ich weiß, wo er war. Ah, ja. Meine Erinnerungen kommen wieder zurück. Ich weiß, wo er war. Der war nämlich hier. Im Inn war der gewesen. Wir gehen jetzt nach oben. Nach unten mussten wir, ja. Denn hier ist nämlich der gute Berti. Da ist er. Hallo, Berti. Wir haben wieder was mit zu schmieden. Wenn du mich fragst, in dieser Stadt braut sich... nee, habe ich anders gesprochen. ich wollte gerade so bayerisch sprechen. Ja, wie ist der Kleiner? In dieser Stadt braut sich langsam ein Krieg zusammen, weißt du? Ich weiß, von was ich rede. Ich habe schon mein ganzes Leben lang mit Waffen zu tun gehabt, so weißt du? Hast du denn irgendwelche Waffen, die ich verstärken kann, Kleiner? Jo, habe ich sogar. Und zwar einmal die Axt, bitte. Die sieht irgendwie gleich aus. Warum sieht die Axt nicht geiler aus? Mann, oh, ich will eine geilere Axt. So, und die Harpune. Oh, sieht nicht schlecht aus, auf jeden Fall. Ich hätte keinen... Hä, hätte ich nicht einen Lanzenmord noch? Ja, gut. Das sieht... Oh, das ist ein Dreizack. Das sieht irgendwie aus wie so von Triton aus Ariel. Cool aus. Ja, Freunde, dann sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß beim Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Secret of Mana. Dankeschön. Haut rein. Tschüss. Bis denn. Ciao.